Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir machen in diesem zweiten Video zu euren Top 10 History Games 2015 da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und deshalb braucht ihr jetzt auch nur noch eine Hand zum Mitzählen. Platz 5 in eurer Gunst hat Nobunagas Ambition Sphere of Influence erreicht. Das Spiel ist zwar für uns Europäer Neuland, aber im asiatischen Raum seit Jahrzehnten eine bekannte Marke. Vermutlich ähnlich bedeutend wie bei uns die Total War Serie. Hier kommt also kein japanisches Fliegengewicht, sondern eher ein Sumo-Ringer daher. Voller Historie mit komplexer Wirtschafts- und Aufbaustrategie, viel Diplomatie und natürlich Kämpfe und Schlachten. In die japanische Sengoku-Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts, in der Dutzende Clans um die Macht im Lande kämpften, liefert den historischen Hintergrund dieses Spiels. Alles ist authentisch recherchiert, von den Clans über historische Ereignisse bis hin zu den vielen wichtigen Personen, die als Gegenspieler oder Gefolgsleute von Bedeutung sind. Letztere sind dabei Dreh- und Angelpunkt des Spielkonzeptes. Denn diesen Gefolgsleuten kann man unzählige Aufgaben zuweisen, die sie je nach Charakterfähigkeiten unterschiedlich gut ausführen können. Neue Festungen, Siedlungen oder Wachposten können errichtet, Straßen gebaut, Clans oder Stämme beeinflusst werden. Sie können Verhandlungen führen, Intrigen spinnen, Revolten anzetteln, heiraten und so weiter. Je größer das Reich wird, umso komplexer gerät das Ganze natürlich. Aber zum Glück gibt es Automatisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel, indem man ganze Provinzen erstellt und sie einem Gouverneur anvertraut, der sich dann um den ganzen Kleinkram kümmern muss. Einmal im Monat hält die Zeit an, dann kann man über all dieses entscheiden. Danach verstreicht der Monat in pausierbare Echtzeit und man sieht die Konsequenzen des Ganzen. Nur die Militäreinheiten lassen sich dann noch steuern, um flexibel auf Gefahren reagieren zu können. Das Kampfsystem liegt irgendwo zwischen Total War und den Paradox Games, wobei die automatische Austragung der länger andauernden Schlachten für die meisten Spieler wohl der Normalfall ist. Nobunagas Ambition Sphere of Influence befindet sich bei der Komplexität wohl eher auf der Flughöhe der Paradox-Spiele, allerdings unter Verwendung von ganz anderen Mechanismen. Bei Writing Bull könnt ihr in einem kleinen Einführungs-Let's Play einiges vom Gameplay sehen. Wer des Englischen mächtig ist, denn das Spiel gibt es leider nicht auf Deutsch, Lust hat, sich mal wieder in komplexe Materie einzuarbeiten, um am Ende mit strategischer Tiefe belohnt zu werden. Und wer zumindest einen Zugang zu japanischer Geschichte hat, der sollte sich Nobunagas Ambition auf jeden Fall einmal anschauen. 84% der Steam-Nutzer sind immerhin zufrieden. Grand Ages Medieval gewinnt den 4. Platz in eurer Gunst. Das Spiel klingt so, als sei es der Nachfolger von Grand Ages Rome, dem Aufbaustrategiespiel von Hammermont Games aus dem Jahre 2009, das wiederum der Nachfolger von Imperium Romanum ist, das wiederum der Nachfolger von Die Römer aus dem Jahr 2006 ist. Aber genug davon, denn mit diesen Spielen hat Grand Ages Medieval eigentlich nichts mehr gemein. Es steht vielmehr in der Linie von Patrizia, Port Royal und Rise of Venice. Während diese drei Vorgängerspiele jedoch den Seehandel zum Schwerpunkt gemacht haben, konzentriert sich Grand Ages Medieval auf den Handel zu Lande, und zwar während des europäischen Mittelalters. Und noch etwas wurde neu konzipiert. Das Spielprinzip hat nun eine 4X-Komponente bekommen. Das heißt, man kennt am Beginn die Welt noch nicht, sondern muss erst erkunden, expandieren und erobern. Kern bleibt aber die Handels- und Wirtschaftssimulation. Wie gehabt, beginnt man als kleiner Händler einer Stadt seiner Wahl, beliefert anfangs die umgebenden Städte, baut Werkstätten oder Farmen, um höhere Profite zu machen. Damit gewinnt man an Einfluss über andere Städte und so wächst nach und nach das eigene Handelsimperium. Umso wichtiger wird das Ausfeilen von perfekten Handelsrouten, die sich natürlich auch automatisieren lassen. Dazu gibt es auch eine längere Kampagne, die später in ein freies Spiel übergeht. Im Late Game lassen sich sogar neue Städte gründen und Kriegszüge führen, die taktisch aber natürlich nicht sehr anspruchsvoll sind. Interessant ist, während die GameStar in ihrem Test eine Wertung von sage und schreibe 80% vergibt, sind die Steam-User eher unzufrieden. Maue 42% Zustimmung kann das Spiel dort nur gewinnen. Vielleicht liegt das ja auch an der nahezu absurden Verdrehung der historischen Zusammenhänge,
die mir besonders unangenehm aufgestoßen sind. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut mal in das Video hinein, das ich zu diesem Thema vor einiger Zeit gemacht habe. Das Gameplay könnt ihr im Rahmen von längeren Kampagnen bei Writing Bull und Tom.io kennenlernen. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir haben das Treppchen erreicht. Und mit der Bronzemedaille zeichnet ihr tatsächlich einen Ego-Shooter aus, nämlich Verdun 1914 bis 1918. Das Spiel war fast 2 Jahre im Early Access über Steam verfügbar, bis es nach rund 200 Updates im April 2015 erschienen ist und bis heute von den holländischen Entwicklern von Black Mill Games liebevoll gepflegt wird. Das Spiel macht so einiges anders als viele andere Shooter erfreulicherweise. Vor allem erkennt man schnell, dass die Entwickler den historischen Hintergrund des Ersten Weltkrieges beim Game Design sehr ernst genommen haben. Natürlich beginnt dies bei so bekannten Schauplätzen wie den Schlachtfeldern in Flandern, Artois, der Picardie, der Aisne, in den Vogesen oder den Argonnen. Natürlich spiegelt sich dies bei den zur Verfügung stehenden Waffen wider, wie dem Gewehr 98, dem sprichwörtlich gewordenen Maschinengewehr 0815 oder der Stielhandgranate M1915. Aber vor allem haben sich die Entwickler ein Gameplay ausgedacht, das zumindest eine Ahnung vom damaligen Grabenkrieg vermitteln kann. Das Herzstück des Spiels ist nämlich der sogenannte Frontlinienmodus. Man spielt dort auf sehr langgezogenen Karten mit verschiedenen Kontrollzonen. Jede Seite ist entweder in der Offensive oder Defensive, muss also die gegnerische Stellung einnehmen oder die eigenen verteidigen. Gewinnen die Verteidiger, wechseln die Rollen und jene sind am Zuge vorzustürmen. Gewinnen die Angreifer, ziehen sich die Verteidiger in die nächste Grabenlinie zurück und sind erneut zur Defensive verdammt. Hinzu kommt, jeder Treffer führt in der Regel zum Tod. Dies und eine sehr motivierende Gruppenmechanik macht das Spiel fast zu einem Taktik-Shooter. Denn stets ist man Teil einer kleinen Stoßtruppe, bestehend aus 4 Soldaten. Jedes Gruppenmitglied führt dabei eine andere Rolle aus. Der Offizier kann Giftgas- oder Mörserangriffe befehlen, Grenadiere haben Granaten, es gibt Scharfschützen und Soldaten mit Maschinengewehren. Auch der Bajonettkampf ist möglich, ebenso wie die Gasmaske nötig ist, um heil durch den giftgrünen Nebel zu kommen. Bleibt man im Befehlsbereich seines Offiziers, gibt es Bonuspunkte. Mit dem Levelaufstieg schaltet man genreüblich Waffen und Waffenverbesserungen frei. Der Clou ist, dass man auch als Gruppe Erfahrungspunkte gewinnt und es entsprechende Gruppenfähigkeiten zum Weiterentwickeln gibt. Ach so, über Weihnachten wurde übrigens eine eigene Map freigeschaltet, in der der Weihnachtsfrieden an der Front simuliert wurde. Die verfeindeten Soldaten können sich damit Schneebällen bewerfen und Fußball gegeneinander spielen. Natürlich ist die Grafik nicht allererste Sahne und leider mangelt es auch immer wieder mal an ausreichend Spielern, aber über 10.000 Steam-Bewertungen mit einer 85% Zufriedenheit sprechen Bände. Platz 2 für Hegemony 3 Clash of the Ancients. Natürlich liegt es nahe, dass das aktuelle Let's Play auf meinem Kanal zu dieser sehr guten Platzierung beigetragen hat. Verdient hat das Spiel diesen zweiten Platz aber allemal. Hegemony 3 ist, kaum zu glauben, schon der dritte Teil einer Spieleserie, die sich auf die antike Welt spezialisiert hat. Hegemony 1 spielte im alten Griechenland. Hegemony Rome, The Rise of Caesar hatte die Blütezeit des römischen Imperiums zum Thema und mit Hegemony 3 bleiben wir zwar auf der Apenninenhalbinsel, reisen aber weit in die Zeit zurück, als noch die Etrusker und Samniten weitaus mächtiger waren als die kleine Stadt Rom. Entsprechend gestaltet sich die Fraktionswahl. Neben den genannten kann man noch die Griechen und Gallier als Kulturgruppe wählen. Das Ganze teilt sich dann noch in verschiedene Fraktionen und Stämme mit unterschiedlichen Boni auf. Vorweg, natürlich hat dieses Indie-Game des kanadischen Entwicklerteams Longbow Games seine Ecken und Kanten. Die Steuerung ist etwas hakelig, die Wegfindung der Truppen schwächelt ab und zu, die Events wirken recht generisch und auch die Diplomatie ist nur rudimentär vorhanden. Aber die anfänglichen Bugs und Balance-Probleme wurden inzwischen weitestgehend behoben. Toll ist die gezeichnete Kampagnenkarte, bei der man durch Heranzoomen scheinbar stufenlos in die 3D-Landschaft taucht. In kürzester Zeit kann man von den großen Truppenbewegungen auf der Karte bis hinunter zum einzelnen Soldaten zoomen und den Einheiten taktische Befehle geben. Das macht für mich persönlich einen großen Reiz aus, während die so vollständig getrennten Modi der Total War-Reihe mich regelmäßig aus der Geschichte hauen. Aber nicht nur das, vor allem wie das Wirtschaftssystem und die Kriegsführung miteinander verknüpft sind,
fordert den Strategen heraus. Nie hat man genug Truppen und Ressourcen. Ständig muss man harte Entscheidungen treffen und jederzeit einen Angriff von einer ungesicherten Grenze aus einkalkulieren. Tödlich ist es, zu schnell zu expandieren. Neu eroberte Städte bleiben bei ihrer ursprünglichen Kultur und müssen mühsam kolonisiert werden. Das macht sie zu leichten Zielen von Revolten und Gegenangriffen. Vor allem aber muss bei jedem Vormarsch die Logistik bedacht werden. Etwas, was in der Realität den Krieg prägte und immer noch prägt und bei vielen Strategiespielen leider außer Acht gelassen wird. Eine noch so große Armee, die ohne Nahrung dasteht, weil die Versorgungsrouten besetzt wurden, ist eben kaum noch kampffähig. Motivierend ist es auch, die Städte unterschiedlich auszubauen und zu spezialisieren. Außerdem gibt es einen Forschungsbaum, der individuelle Strategien erlaubt. Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge bleibt das Spiel auch im Late Game unterhaltsam. Selbst wenn man sehr groß ist, kann ein Zusammenbruch immer drohen. Etwas, was wenige Strategiespiele hinbekommen. Lobend ist zu erwähnen, dass die Entwickler fleißig am Spiel weiterarbeiten und über kostenfreie Inhaltspatches neue Features wie kürzlich ein neues Scouting-System hinzufügen. Nahezu beschämend finde ich es übrigens, dass es bis jetzt noch kein größeres deutsches Spielemagazin geschafft hat, einen Testbericht zum Spiel zu verfassen. Das zeigt deutlich, woran es dem hiesigen etablierten Spielejournalismus mangelt. Statt eine immer vielfältiger werdende Gameskultur abzubilden und zu begleiten, hängt man der Industrie am Rockzipfel, beschränkt sich auf die großen populären Titel und macht diese dadurch noch größer. Der Teufel scheißt eben immer auf den größten Haufen. Und damit kommen wir auch schon zu eurem Nummer 1 Titel. Das History Game 2015 der Steinwallen-Zuschauer ist Total War Attila. Yeah! Sega und Creative Assembly haben inzwischen eine interessante Veröffentlichungsstrategie für ihre Spiele etabliert. Nach einem neuen Hauptspiel folgt etwa ein Jahr später eine Standalone-Erweiterung, die auf der gleichen Engine basiert, aber das Rad etwas weiter dreht. Das war bei Napoleon Total War so, bei Fall of the Samurai und nun auch wieder bei Attila, das auf Rom 2 gefolgt ist. Und jedes Mal scheinen diese kleinen Geschwister sogar ein Tick besser zu sein als ihre Vorgänger. Vermutlich liegt es daran, dass mit der Zeit die Engine und die KI einfach ausgefeilter und bugfreier werden, sodass die Release-Versionen weniger holprig sind. Hinzu kommen aber natürlich immer auch neue Spielmechaniken. Bei Attila werden diese durch das andere historische Setting motiviert. Wir befinden uns in der Zeit der Völkerwanderung, das Römische Reich ist geteilt und schwer unter Druck. Das macht ein Spiel mit den West- und Oströmern bei Attila zur besonderen Herausforderung. Aber im Mittelpunkt stehen sich ja die Hunnen, die sich völlig anders spielen, da sie als brandschatzende Horde ohne eigenes Reich durch Europa ziehen können. Total War Attila hat einen tollen Metascore von 80% bei der Fachpresse erringen können. Aber auch hier ist es erstaunlich, wie weit diese von der Nutzereinschätzung bei Steam entfernt ist, denn nur 68% sind zufrieden mit dem Spiel. Einen wichtigen Anteil daran hat sicher der Frust über die DLC-Politik des Publishers. Ein eigenes DLC für Bluteffekte, Enthauptungen und Zitat Ausdärmen für 2,49 Euro. Außerdem gibt es 4 Kulturenpakete, je 7,50 Euro, die neue spielbare Fraktion hinzufügen. Nicht zu vergessen die 2 Story-DLCs. Dies kombiniert mit der Tatsache, dass die Spiele alles andere als ausgefeilt erscheinen, spaltet seit einigen Jahren die Community. Unterm Strich schafft es die Reihe aber immer wieder, ihre Fans zu mobilisieren und das Strategie-Genre zu dominieren. Und das wird sicher mit Total War Warhammer nicht anders werden. Dafür gebührt ihnen Anerkennung, ebenso für diesen Platz 1 als euer History Game 2015. Das wär's mit meinem Jahresrückblick und eurem Votum. Ich danke allen, die sich beteiligt haben und natürlich allen Zuschauern für dieses schöne vergangene Jahr 2015. Und wie das Jahr 2016 für uns History Gamer wohl werden wird, darum soll es demnächst in einem anderen Video gehen.